Hi und willkommen zurück zu meiner aktuellsten Review. In dem Fall handelt es sich um Power of the Primes, Rodimus Prime, Rodimus Prime Artwork, Hot Rod Artwork, alle vier Modes, Prime Mode, Prime Truck Mode, Hot Rod Mode und Hot Rod Robot Mode. Alle Prime Master, oben das Fenster, alles wie gehabt. Kommen wir zu den Zubehör. Wie immer die Anleitung und eine Biocard mit dem Rodimus Prime Artwork. Rodimus Prime und Alchemist Prime Master. Manipuliert die Systeme seiner Gegner, um ihren Kern zu überhitzen. Das ist seine Fähigkeit. Hier ist die Figur. Hier haben wir Rodimus Prime in seinem Truck Mode mit den Kanonen oben installiert. Die Matrix der Führerschaft ist bereits im Brustbereich verstaut. Ja, viele Reviewer haben ja kritisiert, dass Hot Rod und der Truck zwei unterschiedliche Plastiktöne von Rot haben. Ja, hier sieht man es nun gerade extrem, aber wenn ihr den in der Hand habt und vor euch steht, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm auffallend. Des Weiteren war so mein Kritikpunkt, dass das hier schwarzes Plastik ist, weil was einfach nur orange bemalt wurde. Weil die Originalfigur ist einfach. Also die G1 Rodimus Prime Figur hat orange Beine und deshalb hätte man sich das schwarze Plastik sparen können. Die Sticker gefallen mir in diesem Modus sehr gut. Die Radkappen hätten wenigstens bemalt oder beklebt werden können, damit sie alle drei einheitlich sind, beziehungsweise alle sechs. Ja, hält super zusammen, bombenfest, was auch nicht sehr häufig vorkommt. Dann haben wir hier Animated Rodimus. G1 Hot Rod, den Combiner Wars Legend Hot Rod und Energon Hot Rod zum Größenvergleich und natürlich Astro Train. Ja, bringen wir das Ganze jetzt in den Hot Rod Mode. Dazu müsst ihr einfach nur die Abgasrohre nach oben bringen, auf beiden Seiten. Die Hot Rod Figur lösen. Die Teile abklappen. So, und dann könnt ihr einfach Hot Rod entnehmen. Bringt dann seine Abgasrohre nach hinten, um den Fahrzeugmodus zu komplettieren. So, somit habt ihr die Hot Rod Figur. Ganz klassischer Look, alles was ihr haben muss, ist dabei. Schlankes, pfeilförmiges Design, das Cockpit, die großen gelben Spoiler, Abgasrohre. Flammen auf der Motorhaube. Also ist bei der Figur nichts zu bemängeln, was fehlt. Hier nochmal ein Größenvergleich mit den Hot Rod Figuren. So. Und kommen wir nun zur Hot Rod im Robot-Modus. Dazu einfach hier hinten die Abgasrohre lösen. Die Beine ausklappen, das Ganze nach oben bringen, um 180 Grad drehen, die Schultern lösen, damit könnt ihr den Brustbereich öffnen und von Stoßstange auf Kopf wechseln, bringt die Abgasrohre an die Arme, rastet den Spoiler hinten ein. Bringt die Beine in Position, öffnet die Schienbeine, bringt die Füße raus. Dasselbe auf der Seite. So. Und fertig ist die Hot Rod Figur. Ja, kommen wir direkt zur Beweglichkeit. Ihr könnt den Kopf von links nach rechts bewegen. Habt ein 360 Grad Drehgelenk in der Schulter, ein doppeltes Ellbogengelenk. Dabei ist das erste Gelenk hier direkt am Rad und das zweite ein Kugelgelenk im Ellenbogen, das natürlich auch die 360 Grad Drehung zulässt. Dann könnt ihr das Bein nach vorne bringen, ist leider etwas behindert durch ein Plastikteil in dem Bereich. Das Knie kann abgewinkelt werden und ihr könnt den Fuß bewegen. So, das war's dazu. Jetzt könnt ihr Hot Rod natürlich noch die beiden Waffen in die Hand geben.
zusammen. Und damit habt ihr eine ziemlich gelungene Hot Rod Figur. Das einzige, was hier stört, ist, dass die Proportionen nicht ganz stimmen. Die Schienbeine sind zu kurz, die Oberschenkel zu lang, der ganze Oberkörperbereich etwas zu sehr in die Länge gezogen. Zum Größenvergleich haben wir hier nochmal Astro Train und die aktuelle Power of the Pro nein, Titans Returns Figur. Wie ihr seht, bewegt er sich in der Größe zwischen Voyager und einer aktuellen Deluxe-Figur. Ja, bringen wir das Ganze nun in den kombinierten Modus. Dazu Waffen entfernen. Den Kopf wieder eindrehen. So. Die Schultern einrasten. Die Ellenbogen anwinkeln. Das nach unten drehen und nach oben klappen. Die Beine zur Seite. Füße einklappen. Sehr gut, in dem Hot Rod Mode gefallen mir natürlich auch die Sticker, die sehr G1-getreu sind. So. Das Ganze so in Position bringen. So, damit habt ihr den ersten Teil geschafft. Den Trailer einfach die Hände entfernen. So. Die Füße abklappen. Und nach unten bringen. Dann könnt ihr das komplette Areal öffnen. Und nach oben abklappen. So, wie ihr seht, ist hier die Matrix der Führerschaft untergebracht. Die könnt ihr auch entnehmen. Hier, das ist blaues Plastik mit silberner Bemalung. Aber die meiste Zeit werdet ihr wahrscheinlich in der Matrixkammer belassen. Bringt das Rucksackgebilde wieder zusammen. Und damit habt ihr schon den unteren Bereich von Rodimus Prime. Jetzt nehmt ihr die Figur und steckt sie oben ein. Festdrücken und dann den ganzen oberen Bereich abklappen. So. Und damit ist Rodimus Prime so gut wie fertig. Die Fersenteile ausklappen, damit er auch sein sehr rückenlastiges Gewicht tragen kann. Bei den Armen einfach nur aufklappen und an den Beinen anbringen. Da habt ihr hier so Slots und hier das Gegenstück. Die bringt ihr einfach ineinander. So. Dasselbe auf der anderen Seite. Und schon habt ihr eure Rodimus Prime Figur fertig transformiert. Jetzt könnt ihr natürlich noch die Waffen kombinieren. So. Und habt damit den langen Plaster. Den könnt ihr Rodimus in die Hand geben. So. Größentechnisch ist der logischerweise wesentlich größer wie die aktuellen Voyager. Und fast doppelt so groß wie die Deluxe-Class-Figuren. Der Look gefällt mir ziemlich gut. Einzig und allein bei den schwarzen Beinen bin ich mir nicht ganz sicher. So im kombinierten Modus sehen sie sehr gut aus. Aber wenn sie orange gewesen wären, hätte das den Look im Fahrzeugmodus sehr unterstützt. Ja, ansonsten alles, was ihr braucht. Ihr habt den Spoiler hier, das grimmige alte Gesicht. Die Flammen im vorderen Bereich, die wenigen Sticker, die sehr schön detailliert sind und auch gut halten. Ja,
zur Beweglichkeit. Ihr könnt den Kopf von links nach rechts bewegen. Habt eine 360 Grad Drehung im oberen Schulterbereich. Habt eine 360 Grad Drehung im Bizepsbereich. 90 Grad Ellenbogengelenk. Ihr könnt die Handgelenke um 360 Grad drehen. Habt 90 Grad nach vorne Beweglichkeit im Bein. Ihr könnt das hier auch 360 Grad drehen. Habt eine 180 Grad Beweglichkeit im Knie, was leider sehr lose ist. Und könnt den Fuß eine gute Neigung verpassen und auch nach vorne abklappen. So, das war's zur Beweglichkeit. Viele Reviewer haben kritisiert, dass der Schulterbereich ziemlich lavede ist. Das stimmt, die Posen halten nicht wirklich gut und ihr könnt relativ leicht die Arme hier versehentlich rauspoppen. Aber ansonsten ist es im Großen und Ganzen eine sehr, sehr gelungene Figur. Mit schönen Details und in dem Sinne auch die erste offizielle Figur, in der Roddy Mus sich mit seinem Trailer kombinieren kann. Ihr habt zwar die MP09 Masterpiece Figur, bei der könnt ihr die Beine und Schultern verlängern und das Gesicht tauschen, um einen Roddy Mus Prime Look herzustellen. Und dann gab es noch einen Roddy Mus Prime von Takara, der diese Figur war, bloß mit einem Trailer. Ja, hier liegt der Target Master bei. Das ist das Einzige, was mir bei der Figur wirklich fehlt. So ein Target Master wäre noch ein cooles Gimmick gewesen. Ja, alles in allem eine super Figur. Gute Beweglichkeit, leider etwas lose in den Hüftbereichen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal.